Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit dabei seid, ihr Lieben. Ja, wie ihr seht, die Felder stehen in voller Pracht. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, die große Sommerernte steht vor der Tür. Und es heißt, Daumen drücken die Leute, denn wenn das alles gut geht, dann verdienen wir uns mit dieser Ernte genug Punkte, um lossensen. Um uns den Kuhstall leisten zu können, beziehungsweise ja, um den überhaupt erstmal freizuschalten. Leisten können wir uns ihn auf jeden Fall, denn Geld ist dann da ja gar kein Problem bei den Sachen. Die werden ja so freigeschaltet, die müssen wir ja nicht kaufen, die Baupläne. Was wir dann kaufen müssen, sind die Kühe. Aber auch die sollten wir uns leisten können. Gerade jetzt, wenn wir die ganze Ernte einfahren, müssen wir gleich noch ein bisschen in unserer Scheune ein paar Arbeiter umstellen, dass die auch ein bisschen was wegdreschen. Und dann haben wir da genug, wobei wir haben auch so noch genug Sachen zu verkaufen. Können auch immer Eisenpfeile verkaufen und auch Federn nur so. Die kommen ja jetzt super schnell rein. Einmal durch unsere Jäger, einmal durch unseren Hühnerstall. Aber ich freue mich, Leute. Ich hoffe, es klappt. Wobei, am ersten habe ich ja noch überlegt, ob wir einen Kuhstall holen oder nicht. Aber ihr habt gesagt, Kuhstall ist wichtig. Holt Kuhstall. Kuhstall ist gut. Und es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil es bringt dann die Landwirtschaftspunkte noch schneller nach oben. Und dann kriegen wir irgendwann ja den Pferdestall. Und das ist ja noch viel wichtiger als alles andere. So, ich helfe mal ein bisschen mit hier. Ne? Nur nicht gegenseitig in die Beine sensen. Das wirkt sich immer negativ auf Arbeitstempo aus dann. So ein angesenstes Bein. Ja, mach du mal weiter da. Ich gehe mal hier rüber. Ist so cool, Leute. Unsere ganzen Flachsfelder sind auch fertig. Ne? Ihr seid fertig, oder nicht? Ja, ich muss sagen, sehen so unfertig aus erst, aber doch, die sind fertig. Oh, das war eine Sense ist weg. Nicht hier in die Felder laufen, ne, ihr Hühnchen. Sonst gibt's halbes Hühnchen. Dip, dip, di, 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 dim. Vor allem ein bisschen schneller sein als unsere Arbeiter. Wir müssen die Felder abernten. Da kriegen wir mehr Punkte. Aber die sind schon alle fleißig losgestürmt. Wahrscheinlich ist schon gleich alles abgeerntet, bevor wir eine Chance haben. Ist das gut, Leute? So viel Flachs, so viel Weizen jetzt. Ist der Hafer, müsste der Hafer nicht eigentlich? Wann ist denn der Hafer fertig? Wo ist denn der Hafer? Hier ist der Hafer. Ne, der Hafer ist noch nicht fertig. Der braucht länger. Okay. Und die Roggenernte ist schon eingefahren im Frühling. Jetzt im Sommer das hier alles. Oh, sehr gut. Vom Roggen habe ich auch noch nichts verkauft. Ist nur durchgedroschen schon. Weil wir auch noch Tierfutter ein bisschen herstellen wollen. Hafer haben wir ja auch noch. So, die Kohlernte kommt auch noch rein. Moment mal, die Rü Karotten sind auch fertig zur Ernte, ne? Ja, große Sommerernte, Leute. Das ist so cool. Das macht so einen Spaß. Haut es auch ein bisschen entspannt hier zwischendurch mal wieder. Jetzt mal auf dem Felde stehen. Uah, mit der Sense. Aber Sense macht es auch wirklich Spaß. Und ich bitte wieder der ollen kleinen Handsichel. Dann, liebe Leute, was auch noch ist, ist wieder soweit, wir können keine Leute mehr anwerben, keine Dorfbewohner. Geht nicht, wir brauchen mehr Reputation. Ich hatte nochmal zwischendurch geguckt, als ich nochmal was verkaufen war, ob wir irgendwie noch, nicht doch noch jemanden holen für unsere Scheune, vielleicht erstmal vorsorglich. Geht nicht. Kam ja schon mal von euch die Info, schon ganz schön lange herein, dass irgendwann wieder der Punkt wohl kommt, wo wir noch mehr Reputation brauchen. Ich habe gedacht, naja, bei 10.000, über 10.000. Kein Problem. Nee. Jetzt die nächsten, die zu uns kommen, die kommen erst bei einer Reputation von 13.000. Also wir müssen auch gucken. Wir hoffen, dass das nächste Mal vielleicht nochmal, dass der Herold des Königs nochmal auftaucht. Jetzt ist er auf einmal verschwunden übrigens. Der war also nur für den Winter kurz da und dann wieder weg. Das war bestimmt verbuggt, weil wir haben auch keine Strafe gekriegt, dass wir die Quest nicht angenommen haben. Dass wir mit dem gar nicht gesprochen haben. Es stand ja da extra dabei, dass man dem nicht davonkommen kann. Man muss die Quest annehmen. Und wenn sie dann scheitert, hat man Pech. Und wenn man sie nicht annimmt, also wenn man sie gar nicht annimmt, hat man quasi auch negative Auswirkungen. Aber es ist nichts passiert. Weil ich ja dachte, ich habe dann bis zum nächsten Winter Zeit. Aber jetzt ist der Herold des Königs verschwunden gewesen im neuen Jahr. Hörp. Aber wie viel haben wir denn jetzt hier? Wir müssen doch jetzt richtig nah dran sein. Komm schon. Das kann doch nicht mehr, kann nicht mehr so viel fehlen. 3248. 250 gleich nur noch. Ah, das wird knapp. Haben wir noch irgendwo was?
abzusensen. Oh ja, da. Oh, alles gut, alles gut. Hier steht noch der ganze Flachs. Zur Not rupfen wir auch die Karotten selber raus. Wir machen alles jetzt. Wir müssen den Kuhstall freischalten. Ein Haus möchte ich aber eigentlich auch noch gerne düngen, ja. Ich möchte noch ein Haus düngen. Ne? Damit es dann... Ne? Wir müssen die kleinen Häuser immer düngen hier, ne? Da, so kriegen wir dann die mittleren Häuser dann nachher Zeit. Ne? Fleißig gedüngt, dann wird aus dem kleinen Haus auch irgendwann ein großes. Ein Haus dämmen möchte ich natürlich. So. Eins wenigstens. Kalkstein kommt langsam so ein bisschen rein. Ich glaube, es ist auch echt gut, dass wir unseren ganzen Leuten Eisenwerkzeuge gegeben haben. Das erhöht nochmal die Abbaurate nochmal deutlich. Seitdem kommt das Holz so schnell rein und auch alles andere. So. Hier steht der Hafer, der ist nicht fertig. Wir sind so reich gleich. Oh nein, wir sind nicht reich. Wir sind arm, arm an Sense. Aber reich an Saatgut. So, da wird schon fleißig gedroschen. Genau, wir können ja schon mal einstellen. Oh, wir können aber gucken, haben wir vielleicht, ist schon jemand wieder aus dem Mutterschutz zurück? Jemand, den wir nicht im Auge haben. Nee, ich glaube, es ist sogar eher noch jemand, irgendwo wieder noch ein Arbeiter verloren gegangen, kann das sein? Einfach, oh, wir haben ein beschädigtes Haus. Lebensmittellager ist beschädigt. Ressourcenlager 1 ist beschädigt. Oh, einiges ist beschädigt. Oh, ist ganz schön viel beschädigt. Aber es fehlt nirgendwo eine Arbeitskraft. Oh doch, wir haben hier in den beiden Holzschuppen. Okay. Zwei Holzfällerinnen sind ausgefallen. Ich würde sagen, Joten sind auf einmal jetzt noch einen neuen Namen dazugekommen, Joten in der Liste. Von den neuen Nulljährigen. Die sind auch gerade erst frisch dazugekommen. Ah, okay, wir haben deswegen, ich habe mich schon gefragt, warum ist die hier. Die müssen aber, ja, die jetzt dazukommen, wahrscheinlich sind sie schon im Frühling dazugekommen, weil irgendwie war die Holzrate etwas geringer als sonst. Na gut, na gut. Wissen wir das? Und wir haben einiges zu reparieren. Ich habe auch nochmal so ein paar kleine Details hier mit dazu getan. Wird wahrscheinlich kaum auffallen, aber man sieht einfach insgesamt einfach alles so viel besser aus dadurch. Hier liegen nochmal jetzt ein paar Stöcke und ein paar Rundhölzer. Da ist nochmal irgendwie was. Hier vorne noch ein paar Bretter. Hier habe ich nochmal so einen Verschlag daneben gestellt, so ein bisschen größer. Finde ich ganz gut. Und dann hier so ein bisschen, ne? Kleine Arbeitsfläche hier. So, dass wenn hier irgendwie ein bisschen gewerkelt wird. So, was müssen wir mal ein bisschen schnell eine Sense müssen wir uns herstellen. Wir brauchen für eine Sense, brauchen wir 4 Eisen. Zack, 4 Eisen. Wir brauchen ein Rundholz. Wir brauchen einen Stock. Los geht's. Aber übrigens, Leute, Wolle kommt doch rein von unseren ganzen Lämmern. Ne? Wenn, ich habe die Schurschere reingetan in unser Ressourcenlager. Und jetzt kommt Wolle rein, weil unsere NPCs können die Lämmer schon scheren. Nur wir nicht. Aber unsere NPCs können jetzt schon Wolle abbauen. Das heißt, wir kriegen auch jetzt schon Wolle rein. Was natürlich super ist. Ein weiterer guter Rohstoff. Die müssen wir in der Nähe rein auch noch sagen, dass sie da schon mal Wollfaden von macht. Stimmt, ist in der Nähe rein noch gar nicht. Die hat noch gar nicht den Auftrag, Wollfaden zu machen, ne? Komm mal her, gucken wir ganz kurz mal nach unserer Näherei. Und dann müssen wir auch gleich ein bisschen was reparieren hier. So, Näherei Level 2. Du machst bis jetzt Leinenfaden und Leingewebe, da hast du gerade keine Rohstoffe für. Dann machst du einfache Schuhe. Machen wir mal weniger einfache Schuhe. Und du machst auch noch... Oh, Wollfaden haben wir noch nicht gelernt. Das ist aber schlecht. Näherei Level 2. Nee, Näherei Level 1 ist das Wollfaden. Oder? Wo ist der Wollfaden? Dann doch hier. Wo denn? Näherei Level 3? Hm? Näherei Level 1. Wo ist der Wollfaden? Das hatten wir schon mal. Da sind hier Rezepte, sind hier verloren gegangen in dieser Liste. Irgendwas war hier schon nicht drin, ne? Das mussten wir dann... Ach hier, Wollstoff. Da ist Wollfaden. Aha. Ich habe nach so einem
Knäuel-Symbol gesucht. Oder die haben den Dinger neue Symbole gegeben. Okay, Wollfaden, hier, vom Schaf. Vom Schaf. So, gehen wir gleich mal 500 Münzen aus. Macht nix. Zack. So, dann können wir das auch. Und jetzt können wir auch den Auftrag verteilen. Die, so. Zeig mal her. Nierei. Level 2. Ist dabei. Und jetzt gibt es hier auch noch mal ein bisschen Wollfaden. Und noch ein bisschen weniger davon und auch ein bisschen Wollstoff. So, machen wir so und so. Obwohl, Schuhe können wir selber herstellen, komm. Stellen wir, obwohl, so reicht auch, so viel Stoff kommt ja gar nicht rein. So viel Woll- und Leingewebe kriegen wir ja mal gar nicht so schnell. Okay, alles klar. Nee, nee, nee. Ja, habe ich eine Sense gebaut? Ja. Okay, schnell zurück. Wahrscheinlich ist nichts mehr über von meinem Flachsfeld. Hallo. Hier, ne, hier auch überall. Ne, hier nicht. Eine weiter haben wir schon. Hier wollte ich noch. Da ist noch nicht so weit. Aber ein Stück weiter hier oben. Haben wir jetzt auch mal ein paar Sachen. Oh. Die hat es rausgehauen. Die Stöcke. Okay. Ist bei den anderen nicht passiert, ne? Ah, vielleicht muss man gucken. Naja, das machen wir jetzt nicht. Nee, wo hatte ich denn jetzt hier noch? Naja, finde ich nicht mehr. Irgendwo hat man noch neue Sachen dazu gepackt. Nein, das steht noch alles da. Sehr schön. Es ist unser. Unser. Zack. Was denn hier? Wieso ist hier nichts ausgesehen? Was ist mit diesem Feld nicht in Ordnung? Das hat letztes Mal schon gefehlt, ne? Habe ich da irgendwas nicht? Müssen wir mal gucken. Vielleicht habe ich vergessen, da was anzupflanzen. So. Wie weit sind wir denn jetzt hier? Komm. Kuhstall. Wir wollen Kuhstall. Wenn nicht, verdienen wir. Aber wenn das nicht klappt, dann werden wir auf jeden Fall schon mal so viel Geld einnehmen. 3315. So, wenn nicht, gehen wir gleich noch hin und ernten selber die Karotten hier auch noch. Ist mir wurscht. Dann ernten wir die auch noch. Machen wir das auch noch selber. Weil wir kriegen die meisten Punkte, ne? Wenn wir das selber, wenn wir selber abarbeiten. Die meisten Landwirtschaftspunkte. Die sind da drüben eh auf dem Kohlfeld beschäftigt. Kümmern wir uns ums Karottenfeld. Ach, bei Fähigkeiten haben wir ein neues Niveau. Okay, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Gewissenhafter Landwirt, 5% langsamer. Nee, was können wir denn hier machen? Dorfinformant, Landwirtschaft. Landwirtschaftliche Werkzeuge verbrauchen 20% weniger Ausdauer. Das ist ja nicht schlecht. Besessenheit des Bauern 10% statt der Feldarbeit für die nächsten 10 Sekunden. Das ist Blödsinn. 10% langsamerer Ausdauerverbrauch des Pferdes. Ja, irgendwann mal. To change. Oh, hier gibt es gar nicht wirklich was. Hier haben sie die Fähigkeiten so. Naja, die Fähigkeiten haben sie nicht gut überarbeitet hier. Das Einzige, was noch Sinn macht, ist das. Das hier ist. Keine Ahnung, das bringt ja auch nichts. Da steht to change. Keine Ahnung, was das für eine Sache ist. Ne? Können wir nicht wissen. Irgendwas mit der Aussaat eventuell. Vielleicht weniger Saatgutverbrauch. Hatten, das gab es ja mal als Fähigkeit. 5% Langsamheit. Hier, komm. So. Ich habe schon gedacht, super, das war's. Wir haben den Kuhstall. Aber nee, das war nur ein bisschen mal. Aber Fähigkeit haben wir auch ewig keine neue gekriegt. Oh, wir sind überladen. Oh, wir sind ein bisschen überladen, macht aber nichts. Lebensunterlager ist ja gleich hier vorne. So. Sehr schön, vor allem die sehen auch gleich wieder was aus. Also im Sommer wird auch gleich wieder irgendwas ausgesät. Das gibt aber auch nochmal Punkte, jetzt gleich die neue Aussaat. Das ist schon nicht schlecht. So, das hier rein. Dann haben wir Weizen, Flachs und die Karotten. Das Karottensaat, gut, kommt, alles kommt drüber eigentlich. So. Haferkorn, ja, oh Mann.
Nur Flachs ist weg, aber Flachs ist ja auch wieder, die Aussaat war ja auch fertig, dann kann nichts mehr da sein. So, Karottensamen hier rein, Weizen, das muss alles durchgedroschen werden. Okay. Management, Scheune. Ist in der Scheune auch noch einer ausgefallen? Sag mal ja, Scheune. Wo sind die denn alle hin? Ein Erntehelfer, ein Landwirt, der Rest ist weg. Alles Mütter jetzt. Oh Mann. Das ist echt, naja gut. Die kommen auch wieder zurück. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Arbeiter ausgefallen. Allein drei jetzt und zwei davor in dem Monat. Also in der Jahre, ne? An dem Tag davor, genau. Boah, hier. Das war Holzfäller auf jeden Fall. Die gehörte zu der Sammlertruppe. Vielleicht irgendwer von denen hier wahrscheinlich. Obwohl, das sind die Kiddies. Ja, die Quatsch, ich bin ja schon hier unten. Moment. Wer ist denn hier ausgefallen? Hier ist schon mal Landwirt ausgefallen. Hier ist der zweite, die zweite aus der Scheune ausgefallen. Hier ist die Holzfällerin ausgefallen. Das war die Holzfällerin. Keine Ahnung. Hier nochmal aus der Scheune auf jeden Fall. Oh Mann! Sieben Arbeitskräfte sind gerade ausgefallen. Katastrophe. Da können wir in der Scheune jetzt nicht irgendwie die NPCs groß da fleißig dreschen lassen. Ist ja gar keiner da. Okay, wir werden mal ein bisschen reparieren. Wir brauchen auf jeden Fall bestimmt zu reparieren ein paar Rundhölzer wahrscheinlich. Wir brauchen auf jeden Fall Stroh. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Stöcke. Und wir brauchen vielleicht auch ein paar Bretter. Vielleicht brauchen wir ein paar mehr Stöcke. Und vielleicht brauchen wir ein paar Bretter, je nachdem, wenn irgendwo ein Hausdach kaputt gegangen ist. So, ja, zack, alles klar, reicht. Reparatur. Was ist kaputt? Ein Ressourcenlager. Das ist aber, glaube ich, das, was an der Mine steht. Das Ressourcenlager 1. So, sollen wir mal gucken. Irgendein Wohnhaus ist kaputt. Und der Schweinestall. Und ein Lebensmittellager. Darf ich mal? So, da ist das Lebensmittellager kaputt. So, das. Dann da der Schweinestall. Oh, ich glaube, wir schaffen den Kuhstall doch nicht. Ich hatte so die Hoffnung, dass wir den Kuhstall uns leisten können. Bin noch nicht ganz sicher, wo der denn hinkommen soll. Obwohl eigentlich doch. Obwohl eigentlich auch wieder nicht. Vielleicht soll auch der Pferd. Wäre ich auch guter Platz für den Pferdestall. So, was ist noch kaputt? Irgendein Wohnhaus. Welches? Das da. Das ist noch nicht mal aus Stein. Wir müssen eigentlich unsere die Häuser noch aus. Wir haben noch nicht mal alle Häuser aus Stein. Da können wir eigentlich auch noch mal loslegen. So, und war noch, was war noch kaputt? Eine Fischerhütte? Nee, ne? Doch, Fischerhütte war auch kaputt. Und dann Ressourcenlager Stufe 1. Aber das ist, wie gesagt, steht da drüber in der Mini. Das kann da auch erstmal rumstehen. Das brauchen wir auch irgendwann nicht mehr. Das ist super. Das kann auch abgerissen werden. So, Schluck trinken. Ganz kurz nochmal auf die Technologie gucken. Nicht hier. Hier, hier. 3.316, das wird nichts. Schaffen unsere Feldarbeiter nicht. Selbst wenn wir jetzt noch alles abernten, was da noch abzuernten ist, schaffen wir es nicht. Schade. Na gut, müssen wir unseren Kuhstall in der nächsten Folge bauen. Dafür werden wir jetzt auf jeden Fall noch ein Haus dämmen. Stand ja auch noch auf der Liste. Vielleicht schaffen wir unsere Arbeit das ja auch noch. Hoffen wir mal. Guck mal, wie viel Kalkstein wir auf einmal haben. 160. Ups, warum sind die so schwer beladen? Ach, von dem ganzen Zeug zum Reparieren. Was habe ich weggetan? Ich habe irgendwas weggetan. Oder? Steinmesser, Eisenaxt. Alles noch da? Was habe ich denn rübergetan? Ich habe doch gerade irgendwas aus dem... Was?
was fehlt mir jetzt? Eine Spitzhacke? Nee. Dann habe ich nichts drüber getan. Okay, welches Haus ist dran? Welches Haus kommt dran? Du bist ein kleines Haus, du könntest drankommen. Warum nicht? Stimmt, wir haben immer noch nicht mal alle Häuser gedämmt, noch nicht mal alle Häuser aus Stein gebaut, ne? Dass wir nicht alle Häuser aus Stein gebaut haben, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir hatten kein Haus mehr aus Holz, aber da hinten steht noch eins. Ich dachte nur, wir hatten noch nicht alle Häuser gedämmt, weil wir nicht genug Kalkstein hatten. Aber da haben wir noch ein Haus sogar noch aus Holz. Noch eine Blockhütte. Schön fleißig arbeiten. Brauchen immer frische Werkzeuge. So, gleich noch ein bisschen Kalkstein hier raus. Ah, es macht aber so einen Spaß langsam, jetzt wo es langsam läuft. Mit den Ressourcen. Und man so ein bisschen nur noch so ein bisschen sich mehr ums, so ein bisschen ums Managen auch kümmern kann. So, das ist fertig. Wollen wir vielleicht das hier gleich noch umbauen? Wieso nicht? Ich glaube, es ist unser letztes Haus aus Holz. Ne? Dann haben wir wirklich alles. Nur noch Steinhäuser. Bis auf die halt die Gebäude, die halt, ne, die jetzt keine Wohngebäude sind, hier wie diese Näherei hier zum Beispiel. So, die sind natürlich weiterhin aus. Die kann man auch nicht aufrüsten. So, einmal eine Tour durch unser Dorf hier. Ne, das letzte Stein. Die letzte Blockhütte. Die letzte Blockhütte. Die müssen wir noch umbauen. Ja, werkeln wir ein bisschen gemütlich in unserem Dorf. Hat ja eigentlich gehofft, dass wir den Kuhstall auch in dieser Folge gemütlich werkeln. Und dann auch Kühe kaufen. Keine Kühe diese Folge. Na gut. Dann aber ganz sicher in der nächsten. So, wir brauchen Steine. Machen wir mal so. Wir brauchen auf jeden Fall auch ein paar Rundhölzer. Das können wir schon alles nicht tragen. Ah, los geht's. Dab, 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 da, da, da. Guck mal, Leute, ne? Das bringt wirklich viel, sage ich. Das macht viel aus. Sagst du auch, ne? Wer wohnt denn hier so? Ach, die Nidomira wohnt hier. So, Nidomira, Renovierungsarbeiten. Nicht erschrecken, nicht stören lassen. Haus wird hinterher besser. Bis heute Abend ist es auch fertig. So, wenn die Schweine mich nicht hier dauernd durch die Gegend schubsen. Stein. Nein, ups, da ist die Tür weg. Steinschwein. So, das. Oh, böses Bäuerchen. So, nichts vergessen. Giebel auch alle aus Stein. Nee, jetzt ist aus Stein. Steinwand, Stein. Vorsicht! Stein. Alles Stein? Alles klar. Vorsicht! Oh, wow! Da hätte es fast einen Hammer ins Gesicht gegeben. Autsch! Ich bin nicht versichert bei sowas. Okay, dann haben wir zumindest aber unser letztes Haus noch fertig gemacht. Das ist doch auch was. Und die ganze Ernte eingefahren.
Leider sind jetzt nicht genug Erntehelfer da, die das verarbeiten können. Wir können trotzdem mal gucken. In der Scheune. Heimatlos. Ja, wir arbeiten dran. Es ist gleich soweit. Ihr seid gleich nicht mehr heimatlos. So, Scheune nochmal eben. Wo ist sie denn da? Was wird denn hier so verarbeitet? Nur Dünger im Moment. Und halt Haferkorn. Der Haferkorn kann im Moment nicht verarbeitet werden. Im Moment wäre jetzt dran richtig viel Flachs und richtig viel Weizen. Machen wir etwas weniger Dünger. Dünger aus Verdorbenem geht gerade nicht. Haferkorn ist gerade nicht dran. Roggen ist da. Weizen und Flachs muss gedroschen werden. So. Weizen aber, glaube ich, am meisten. Alles klar, ja, leider ist er jetzt alleine. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein paar Rundhölzer. Was weiß ich, so viel und noch ein bisschen Stein. Ja, das schaffen wir auch so. Ich finde unser Dorf auch diesmal richtig gut, Leute. Ich bin schon mal so ein bisschen stolz schon auf das, was wir hier so aufgebaut haben. Wir sind auch noch nicht fertig, aber was wir bis jetzt schon so aufgebaut haben. Guckt euch nochmal auf den Feldern. Mal sehen, wie weit die da sind, ob die jetzt alles abgeerntet haben, ob da keiner mehr auf dem Feld rumläuft. Wobei ist ja jetzt dann nur einer noch über. Oh, hat's. Nee, hat nicht gereicht. Irgendwo fehlt noch was da oben. So, und auf der anderen Seite auch noch. Sehr schön, zwei Rundhölzer noch. Weg damit und zwei Rundhölzer raus. Sehr schön. Hallo. Oh, Moment mal. Ausgewachsen. Die ersten sind ausgewachsen, wie cool. Ah, ist das super. Da hinten ist noch... Nee. Die anderen sind noch nicht ausgewachsen. Oder wo sind die hin? Naja, egal, irgendwo werden sie sein. Es geht ihnen auf jeden Fall allen gut. Können wir ja sehen. Hühner sind alle in Ordnung. Schweine sind alle super drauf. Und Schafe... Geht sehr gut. 28% Bereitschaft. Wie 28% Bereitschaft? Der Widder. Wofür ist er 28% Bereitschaft? Hallo! Okay, das Haus ist fertig. Die Leute müssen einziehen. Ganz wichtig. In unser ganz neu gebautes Haus. Das hier. Nicht gebaut. Ach so, was fehlt denn da jetzt noch? Die Seite. So, jetzt aber. Das ist es. Bewohner zuweisen. Nidomira. Einziehen. So, ihr seid wieder da, wo ihr hingehört. Super Sache. Die Schweine flitzen hier überall rum. Super, super, super. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir gucken nochmal auf die Felder hoch. Ne? Liegt da hier rum. Aber ich hatte doch hier irgendwo noch ein bisschen. Hatte ich nicht hier Rundhölzer hingelegt? Ich glaube schon. Die passen da so gut hin. Vorsicht! So, gib mal einfach mal drei oder vier Rundhölzer nochmal her. Drei reichen, glaube ich. Ja, wir nehmen 4. Hier müssen wir mal gucken, wie wir aus den Stöcken machen. Da liegt sogar noch einer rum. Warum die da nicht vernünftig reingehen in den Korb?
Da verlegen wir aber einfach hier neben das Haus mal so ein paar Rundhölzer noch. Autsch. Wo ich da oben drauf? Oder beziehungsweise irgendwie mit. Was habe ich jetzt weggeschmissen? Das Rundholz. So. Sehr gut. Gefällt mir. Die hoch zu den Feldern. Wie weit seid ihr hier? So. Kohl ist fertig. Was ist das hier? Das sind die Karotten. Warum sind die Karotten nicht abgeerntet? Wo bist du? Wo ist er denn? Was haben wir hier? Die Zwiebeln, die sind auch nicht geerntet. Na gut, wir legen los. Schalten wir doch gleich noch den Kuhstall jetzt frei. Wir waren gleich wieder so viel Saatgut zu verkaufen. Ich glaube, wir werden das erste Mal eventuell dann so viel Geld, dass wir fünfstellig sind. Dann sind wir ja auch in dem Bereich unterwegs, was so Pferde kosten, ne? Aber da sind wir ja auch noch ganz weit, weit, weit entfernt. So, das ist geerntet und wir ernten hier noch die Karotten auch gleich noch. Es können nur noch so wenig Punkte fehlen, Leute. Nicht nur noch so wenig. Waren wir heute mal wieder fleißig in unserem Dorf. Ja, wir müssen dann auch demnächst mal wieder anfangen, doch auch mal ein bisschen, mal so hier und da mal ein paar kleine Quests zu erledigen für unsere Dorfbewohner und dann hoffen, dass der Herold des Königs nochmal auftaucht, damit wir noch Leute anwerben können. Jetzt, sonst haben wir jetzt gerade die Grenze erreicht. Wie gesagt, wir müssen ja noch mehr Reputation haben. So, das ist auch abgeerntet. Was haben wir hier? Haben wir nochmal Karotten, ne? Und hier steht der Hafer, der noch nicht fertig ist. Genau. Das sind die drei Haferfelder. Okay. Alles klar. Ansonsten ist alles fertig, abgeerntet. Und wir haben wie viel verdient? Wie viel fehlt da jetzt noch? 50? Ne, 120. 115, 114. Immer noch zu viel. Okay, ihr Lieben, wie immer, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende kommen. Ja, wie immer sage ich vielen, 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 vielen Dank fürs Zusehen. Ja, doch einiges geschafft. Die große, große, große Sommerernte komplett eingefahren. Jetzt heißt es noch Saatgut zusammenkriegen, dann unser Saatgutvorrat für uns wieder aufheben und den ganzen Rest verkaufen. Mal gucken, wie viele Federn wir auch schon wieder haben. Damit werden wir auch noch gut Geld verdienen können. Bis der nächste Patch wahrscheinlich kommt, der die Federn irgendwie rausnimmt. Ja, schon wieder fast 1000 Federn. Und ich hatte, glaube ich, erst 7. Wir hatten erst 600 verkauft oder noch mehr. Und dann nochmal was. Alles klar. So, Leder ist auch unglaublich gut. Rundhölzer, das sieht alles fantastisch aus. Was wir können super viel Schuhe herstellen. Wir können auf jeden Fall auch Eisenpfeile noch herstellen mit den Federn. Wir können die Federn so verkaufen. Das passt. Werkzeuge sind auch noch ganz gut. Okay, ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen, vielen Dank, wie gesagt, fürs Zusehen, fürs dabei sein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ein Kommentar darum, freut mich nochmal riesig, wenn ihr zuruft, gerne mehr Let's Plays und mehr Projekte sehen wollt, lasst doch ein Abo, da habe ich mich auch am meisten davon, das kann ich nur sagen, wie immer, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.